Guten Morgen. Ich habe Ihnen das letzte Mal den Quotientenraum erklärt, versucht zu erklären. Das ist einer der schwierigeren Konzepte in der linearen Algebra. Ist deshalb so schwierig, weil da verschiedene Dinge zusammenkommen. Einmal das Prinzip von Äquivalenzrelationen und Äquivalenzklassen und repräsentanten Unabhängigkeit, diesen Themenkomplex, den wir im ersten Teil der Vorlesung schon eingeübt hatten. Und das wird aber jetzt verbunden mit dem Prinzip des Untervektorraums und den Fragen über lineare Abhängigkeit und Unabhängigkeit, die dann Gegenstand des zweiten Teils der Vorlesung waren. Und da kommt halt etwas viel miteinander zusammen. An sich ist das aber nicht schwierig. Wenn Sie das einmal durchstiegen haben, dann werden Sie das Bilden eines Quotientenraums nicht als komplizierte Angelegenheit empfinden. Es ist im Gegenteil, es ist rechnerisch viel leichter als zum Beispiel den Schnitt auszurechnen von zwei Unterräumen. Schauen wir uns doch nochmal zur Wiederholung das Prinzip des Quotientenraums an. Also wir hatten als gegeben einen Vektorraum V, sagen wir, das war ein Vektorraum über irgendeinem Körper, und wir hatten ein W. Das war ein Untervektorraum von V. Und ja, machen wir ein Beispiel mit, dann machen wir erst, schreiben wir nochmal die Definition hin. V nach W war definiert als die Menge aller Äquivalenzklassen, also die Menge aller Klassen von Vektoren des ursprünglichen Raums bezüglich der Äquivalenzrelation Tilde, die definiert war als V1 und V2, also als eine Äquivalenzrelation, die definiert ist auf dem Raum V. Und zwar dadurch, dass zwei Vektoren zueinander äquivalent sind, wenn ihre Differenz im Raum ist, der da unten im Nenner steht, des Ausdrucks. Und da machen wir jetzt dann mal konkrete Beispiele, wie ich das letzte Mal schon versprochen habe. Nehmen wir zunächst einmal den Raum V, den ganzen Q hoch 4, damit es nicht ganz zu geometrisch wird. Und nehmen wir W gleich einen Raum, der aufgespannt wird von 1, 5, 3, 2 und 0, 1, 7, 1. Und was ist jetzt dieser Raum? Na, da hatten wir zuletzt einen Satz bewiesen, der sagte, ich kann mir eine Basis des Quotientenraums verschaffen, wenn ich mir einen Komplementärraum von W bezüglich V verschaffen kann. Denn davon eine Basis übersetzt sich in eine Basis von dem Quotientenraum. Okay, das heißt, dann brauchen wir also einen Komplementärraum. Wo kriegen wir den her? Ja, das haben wir auch schon vor einer Weile mal gehabt. Ein Komplementärraum heißt, dann nehme ich, schaue ich mal erst, was sind diese was sind die Vektoren, was sind die Richtungen, die noch fehlen? Dieses Ding ist eine Ebene, ein zweidimensionaler Unterraum von V. Und jetzt bräuchte ich noch zwei andere Vektoren, weil das insgesamt Dimension 4 hat. Und da muss ich nur aufpassen, dass ich da jetzt nicht zwei nehme, die mit dem zusammen dann nicht den ganzen Raum aufspannen. Und das schaut man, indem man die in die Zeilen einer Matrix schreibt. 1, 5, 3, 2, 0, 1, 7, 1. Und normalerweise würde man jetzt TNF berechnen oder überhaupt eine Treppenform. Das habe ich aber jetzt mir erspart, indem ich hier einen Nuller hingeschrieben habe, sodass das hier bereits eine Treppenform ist. Und das kann ich jetzt jetzt kann ich sehen, welche Treppenstufen fehlen. Und es fehlt hier eine und da eine. Die haben keine. Das heißt, die gebe ich dann dazu. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Und sage dann, okay, und die hier, das sind dann. Also diese vier Zeilen zusammen bilden eine Basis vom ganzen Raum V.
Damit heißt das, die sind miteinander linear unabhängig und das heißt dann aber, die beiden hier spannen einen Raum W auf und die beiden spannen einen Raum U auf, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, in einer Weise, dass U und V einen leeren Schnitt haben. Und dann weiß ich auch, dass die Dimension von W 2 ist. Das liegt daran, dass die eben linear unabhängig sind. Und hier die beiden sind auch linear unabhängig. Das liegt dann daran, dass das hier als Treppenstufen weitergeht. Und dann ist die Dimension von U gleich 2. Und die Dimension von U plus W, ja, da hatten wir dann die Formel, das war die Dimension von U plus die Dimension von W minus die Dimension, nicht vergessen, vom Schnitt. Na, das ist 2, das ist 2. Und der Schnitt ist aber leer. Warum ist der Schnitt leer? Weil wenn es irgendwas gäbe im Schnitt, dann könnte ich das darstellen als Alpha mal dem plus Beta mal dem und auch als Gamma mal dem plus Delta mal dem. Aber daraus könnte ich dann, wenn Alpha, Beta, Gamma, Delta nicht alle 0 sind, könnte ich eine lineare Abhängigkeit erzeugen. Die sind aber nicht linear abhängig. Drum ist der Schnitt leer. Und dann ist das hier der ganze Raum. Und daraus folgt, dass wir haben W, direkte Summe mit U ist gleich V. Und direkte Summe bedeutet eben, dass der Schnitt leer ist und die Summe, was eben die Summe ist. So, das war jetzt alles nicht die Frage. Die Frage war, was ist das hier? Und naja, wir wissen schon, was es ist. Es stand schon da. Es ist die Menge aller Äquivalenzklassen bezüglich dieser Äquivalenzrelation. Und die ist mit einer Vektorraumstruktur ausgestattet. Das heißt, ich kann diese Dinge addieren und multiplizieren. Also addieren miteinander und multiplizieren mit Körperelementen. Und so erfüllt es dann die Vektorraumgesetze. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich eine Basis? Und dafür habe ich das hier so hergerichtet. Eine Basis kriege ich aus einem Komplementärraum, indem ich da eine Basis nehme und die beiden bilden eine Basis dieses Komplementärraums. Und dann schaue ich, nach dem Satz, den wir das letzte Mal am Ende bewiesen haben, wird der Quotientenraum aufgespannt von zwei Vektoren, nämlich dem einen Vektor, der sich schreiben lässt als die Äquivalenzklasse von dem ersten Basisvektor von U. 0, 0, 1, 0. Und der zweite ist 0, 0, 0, 1. Und die beiden sind linear unabhängig. Das ist Teil der Konstruktion. Das ist, weil die Summe hier direkt ist. Also kann man präziser noch schreiben. Die Menge, die 0, 0, 1, 0 Klasse und 0, 0, 0, 1 Klasse enthält, diese Menge ist eine Basis von V nach W. Genau, so geht das. Machen wir jetzt noch ein zweites Beispiel. Nehmen wir V diesmal R2 und W gleich, naja, eindimensionales, zum Beispiel 2, 1, das ist das, was im Skript steht. Das hat jetzt einen Vorteil, dann kann ich es zeichnen. Also hier ist V. Er besteht aus zwei Dimensionen, 1 und 2. Und dann 2, 1 sieht ungefähr so aus. Das ist W. Und jetzt, was ist V nach W? Das besteht aus allen parallelen Geraden. Alle Geraden, die parallel sind zu W. Jede Gerade ist ein Element von dem hier. Und naja, jetzt kann ich sagen, das ist also dann auch wieder ein eindimensionales Gebilde, weil ich kann hier vor und zurück gehen und sonst nichts. Und nach rechts und links, das habe ich irgendwie weggeschnitten mit der Äquivalenzrelation. Ich könnte also jetzt sagen, ich nehme hier mir einen Komplementärraum, zum Beispiel den hier, U1. Nehmen wir zum Beispiel hier 3 minus 1.
Und dann kriege ich hier raus, dass das der Raum ist, der erzeugt wird von der Äquivalenzklasse von 3 minus 1. Wo sehen wir das? Also hier sehen wir 3 minus 1, ist vielleicht hier irgendwo. Die Äquivalenzklasse von dem, das ist der hier. Das ist der, der den enthält. Und diese Äquivalenzklasse ist ein Element von diesem Quotientenraum. Die ganzen anderen, das sind die anderen Elemente. Und in der Tat ist das hier jetzt ein erzeugenden System zumindest, denn jeden anderen, zum Beispiel den hier, kann ich kriegen, indem ich den roten nehme und den geeignet skaliere. Weil hier finde ich in dem U, im blauen U, finde ich aus dem hier ein bestimmtes Vielfaches ist der hier. Das heißt, das entsprechende Vielfache von dem hier ist dann die grüne Klasse. Also das hier ist das ist das Rote. Das ist das hier. So, das ist das eine. Ursprünglich haben wir einen zweidimensionalen Grundraum gehabt, die ganze Ebene. Und die haben wir aber jetzt so in so Fasern aufgespalten, sodass da ganz viele parallelen Geraden sind. Und die Menge dieser Geraden, die ist, also ursprünglich war jeder Punkt der Ebene ein Vektor, das ist in V. Und jetzt habe ich aber einige dieser Punkte zusammengefasst, zu so Äquivalenzklassen, das sind diese parallelen Geraden. Und in dem Quotientenraum ist jetzt jede Gerade ein Element. Und dann sieht man in dem Fall, dass das dann ein eindimensionales Objekt ist, weil ich kann da jetzt nur noch vor und zurück gehen. Wenn ich rechts und links gehe, dann kann ich das zwar auch, aber dann ändere ich nur die Darstellung eventuell des Objekts, aber nicht das Objekt selbst. Weil dieses Ding hier ist dasselbe wie dieses Ding hier. Die sind äquivalent, weil ihre Differenz in W liegt. So, das ist das eine. Und das andere ist die Konstruktion, die hier ein bisschen so mühsam vielleicht aussieht, gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall ist, mit der Äquivalenzrelation. Die hat den Vorteil, dass sie tatsächlich nur von V und W abhängt und nicht von der Wahl des Komplementärraums. Wir hatten zwar den Satz, der sagt, wenn ich einen Komplementärraum nehme, dann kann ich aus dem mir eine Basis ablesen. Aber wenn ich mir einen anderen Raum nehme, einen anderen Komplementärraum, zum Beispiel diesen hier, das wäre U2, sagen wir, das ist dann vielleicht der Raum, der von 1 minus 3 aufgespannt wird. Das wäre auch ein Komplementärraum, weil 2, 1 zusammen mit 1 minus 3 gebildet eine Basis von V, genauso wie vorher. Dann kann ich also sagen, das hier ist gleich auch, das wäre eine andere Basis, minus 1, nee, plus 1, minus 3. Und ja, ich weiß nicht, wo der jetzt lebt, das ist auch relativ egal, der kann dann zum Beispiel hier leben. Der muss ja gar nicht in demselben roten leben, das könnte sein, dass der hier ist. Und wäre aber genauso gut eine Basis. Also, ja, dann sollte ich da wieder eine andere Farbe nehmen. So, das ist dann der und das hier ist dann der. Und der da ist der. Okay. So. Also, das ist ein bisschen knifflig, aber rechentechnisch nicht so schwierig, denn alles, was Sie machen müssen, ist, das, was wir hier oben im vierdimensional gemacht haben, Sie nehmen den Nennerraum, Sie haben den Zählerraum, das ist meistens ein ein K hoch N, etwas sehr Explizites. Wenn das was anderes ist, ja, dann muss man sich was überlegen. Aber meistens im ersten Semester ist es meistens ein K hoch N. Und das, was im Nenner ist, ist ein Unterraum. Und da müssen Sie nur gucken, dass Sie hier dass Sie Vektoren finden, die mit denen zusammen den ganzen Raum aufspannen, den ganzen umgebenden Raum V aufspannen, ohne dass die miteinander linear abhängig sind. Und die, die sie dann dazugeben, die bilden dann eine Basis eines Komplementärraums. Da gibt es ganz viele mögliche Möglichkeiten, wie sie den wählen können. Es gibt relativ wenige Möglichkeiten, wie sie nicht wählen können. Wenn sie beliebig einen Vektor rausnehmen, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass der abhängig ist mit den anderen, die in W sind. Aber man muss es halt sicherstellen, dass man eine von den vielen möglichen
Wahlen getroffen hat und nicht gerade so viel Pech hat, eine von den wenigen zu erwischen, die nicht gehen. Okay, und wenn Sie dann eine Basis für einen Komplementärraum haben, dann müssen Sie noch die Klammern da drumherum schreiben und sagen, ja, also aus diese Basis von U kann ich übersetzen, mit Hilfe des Satzes vom letzten Mal, übersetzen in eine Basis des Quotientenraums. Okay. So, das ist kompliziert und jetzt muss ich Ihnen noch eine andere Konstruktion erklären, wie Sie aus einem Vektorraum oder aus zwei Vektorräumen neu konstruieren können. Das ist das Tensorprodukt. Das ist auch nicht so einfach, aber irgendwie ganz anders. Und eine Möglichkeit, das zu motivieren, ist, wenn Sie sich anschauen, wir hatten ja U Kreuz W das letzte Mal gebildet. Und haben also so ein Produkt von Vektorräumen gehabt und haben gesagt, das gibt einen neuen Vektorraum. Und haben dann gesehen, die Dimension von V ist gleich die Dimension von U plus die Dimension von W. Und da könnte man sich überrascht haben, könnte man sich gewundert haben, warum ist das Plus und nicht Mal, wenn hier doch Mal steht. Die Antwort ist, ja, da hat irgendwer unglücklich die Bezeichner gewählt. Weil das ist halt so, wir haben das bewiesen, dass eine Basis von V kriege ich im Wesentlichen, indem ich eine Vereinigung bilde von einer Basis von dem und einer Basis von dem. Muss ich Nullen ergänzen, damit es vom Typ her zusammenpasst. Aber im Prinzip ist es die Vereinigung und damit ist es dann die Summe in der Größe. Und was wir jetzt wollen ist, aus U und W gegeben, einen K-Vektorraum zu machen, konstruieren, mit der Eigenschaft, dass die Dimension von V gleich das Produkt der Dimension ist, was Sie hier vielleicht zunächst erwartet haben, dem U mal dem V, dem W. Genauer, wenn also wenn sagen wir BU und BW Basen von U bzw. W sind, dann soll das kartesische Produkt der Basen eine Basis von diesem neuen Raum sein. Und das ist ja dann anders als hier, weil hier hatten wir das im Wesentlichen, war das dann ungefähr die Vereinigung von denen, abgesehen davon, dass ich da noch Nullen ergänzt habe, was aber auf die Anzahl keinen Einfluss hat. Und hier wollen wir jetzt das Produkt haben. Ja, wie können wir das machen? Ja, da gehen wir jetzt ein bisschen anders vor als vorher. Vorher haben wir zuerst gesagt, was der Raum sein soll und dann geguckt, okay, wenn das der Raum sein soll, was ist dann die Basis? Haben wir beim kartesischen Produkt so gemacht, wo es recht einfach war. Und dann danach nochmal beim Quotientenraum, wo es ein bisschen fitzeliger war, wo wir es dann aber auch hingekriegt haben. Und jetzt sagen wir irgendwie von vornherein, ich will jetzt einen Vektorraum, von dem das die Basis ist. Und das geht. Und das geht sogar noch viel allgemeiner. Man kann nämlich, beachte, wenn Sie mir irgendeine Menge geben, dann kann ich einen Vektorraum konstruieren, der diese Menge als Basis hat. Also zu jeder Menge M gibt es und jedem Körper K gibt es einen K-Vektorraum, der M als Basis hat. Warum?
Ja, ich zeige Ihnen jetzt, wie man den konstruiert. Den konstruiert man so. Wir sagen, wir nennen das F für, man nennt das den freien Raum über dem Körper K mit der Menge M als Basis. Und ich definiere den jetzt als eine Menge von Funktionen. Das gibt jetzt noch nicht die richtige Intuition. In Wirklichkeit hat das auch gar keine richtige Intuition. Das ist jetzt nur erst einmal eine technische Konstruktion. Und das ist ein bisschen so, wie als wir Polynome konstruiert haben. Da haben wir auch zuerst gesagt, Polynome, das sind irgendwie Listen von Koeffizienten und die kann man dann irgendwie addieren und multiplizieren. Und wenn man das gemacht hat, dann überlegt man sich eine praktische Notation dafür und vergisst, dass es in Wirklichkeit Listen sind. Und hier, das ist so ähnlich. Hier sage ich jetzt, in Wirklichkeit sind das jetzt irgendwelche Funktionen und die Funktionen brauche ich, um zu definieren, was ist das Plus und was ist das Mal. Und dann kann ich mit den Dingern rechnen und dann nehme ich mir eine schöne Notation her, die bequem ist und dann vergesse ich, dass das Funktionen sind. Aber eins am anderen, zunächst einmal schreibe ich Ihnen offiziell hin, was das ist. Und zwar sollen das sein die Mengen aller Funktionen f von m nach k für die gilt, dass, also falls das m eine unendliche Menge sein soll, dann will ich, dass höchstens endlich viele Punkte von m von dem f auf was nicht null ist abgebildet werden. Also sagen wir mal, wie können wir das hinschreiben? Also für fast alle, kann man so schreiben? Nein. Schreiben wir die Menge aller m in m für die gilt, f von m ist ungleich 0. Diese Menge soll weniger als unendlich viele Elemente enthalten. Also endlich viele. Das ist eine kleine technische Einzelheit, die ist jetzt nicht so wichtig, aber ich muss sie hinschreiben, sonst stimmt es nicht. Okay, also das ist eine Menge von Funktionen, von m nach k. So, Beispiel. Wenn wir nehmen, m ist gleich Dreieck, Kringel, Quadrat, irgendeine Menge. Und k ist gleich q, dann wäre zum Beispiel die Funktion x, f von x, die sagt, Dreieck geht nach 5, Kringel geht nach 7 und Quadrat geht nach minus 3. Das wäre ein Element von fkm. Und gibt natürlich ganz viele andere. So, das ist jetzt also eine Menge. Zunächst einmal eine Menge von Funktionen. Und die mache ich jetzt zu einem Vektorraum. Wir machen f k m zu einem Vektorraum, indem man definiert, ja, was brauchen wir? Zunächst ist es eine Menge, aber wir brauchen eine Addition und eine Skalarmultiplikation. Die definieren wir einfach so. F Alpha F plus Beta mal G. Also ich definiere gleich sofort die Linearkombination. Ich definiere für F und G aus FKM und Alpha Beta aus K sei die Linearkombination definiert. Naja, das ist jetzt wieder eine neue Funktion. Ja, das soll eine Funktion sein von m nach k. Und ich muss halt dann sagen, was macht sie mit einem m aus m? Alpha f plus Beta g angewandt auf m ist definiert als, naja, das f macht ja was mit dem m, macht daraus ein Körperelement. Dieses multipliziere ich mit Alpha und das g genauso, das G
mache dein Körperelement, das multipliziere ich mit Beta, dann habe ich zwei Körperelemente und die addiere ich auch. Also das hier und das hier ist das Mal in K, das gibt es ja schon. Und das hier ist das Mal in, das ist das, Entschuldigung, das Plus in K. Und hier, das ist das Plus in FKM, das Neue. Und hier stehen noch so unsichtbar dabei, das ist das neue Mal in FKM. Da habe ich jetzt also beides, das Plus und das Mal in einen definiert. Und jetzt kann man sich überlegen, also machen wir vielleicht noch ein Beispiel, sagen wir hier g von x ist vielleicht eine andere Funktion, 3, 3, 3. Und jetzt kann ich sagen, was passiert, wenn ich eine Linearkombination bilde. H ist gleich 2 mal f minus g. Dann kann ich gucken, was ist das h? X, h von x. Muss ich also gucken, was passiert hier, was passiert hier und was passiert hier. Naja gut, 5, na, 2 mal 5 plus 3, 2 mal 5 minus 3 ist 7. Dann 2 mal 7 ist 14, minus 3 ist 11 und minus 6 plus 3 ist minus 3. Okay, also so habe ich hier eine, da habe ich eine Linearkombination gebildet von dem f und dem g. Oh, und jetzt passiert irgendwie was Interessantes, was hauptsächlich notationell ist. Und zwar definiert man jetzt, statt dass ich so eine Tabelle hinschreibe, schreibe ich das ein bisschen anders. Also die Elemente von F K M schreibt man als formale, könnte man sagen, formale Linearkombinationen von Elementen aus M. Zum Beispiel würde man sagen, das, was wir da oben hatten, dieses F hier, das würde ich schreiben als 5 mal Dreieck plus 7 mal Kringel minus 3 mal, also was habe ich gesagt, 5 mal Dreieck plus 7 mal Kringel minus 3 mal Quadrat F. Das ist nur eine Notation. Eine Notation, die einfach nur ausdrückt, das Dreieck wird auf die 5 abgebildet, der Kringel wird auf die 7 abgebildet und das Quadrat wird auf minus 3 abgebildet. Und g, g ist 3, 3, 3. Das heißt, das g würde ich schreiben als 3 mal Dreieck plus 3 mal Kringel minus 3, plus 3 mal Quadrat. Und die Notation ist sehr suggestiv, weil da brauche ich mir jetzt gar nicht diese komplizierte Definition hier zu merken mit VR und kompliziert und ja, mein Gott, nicht so schlimm. In Wirklichkeit heißt es einfach, wenn Sie die Notation akzeptieren, dann können Sie damit so rechnen, wie es sich von der Notation her aufdrängt. Also wenn Sie jetzt 2f plus g rechnen oder 2f minus g rechnen wollen, ja, dann machen Sie genau das und zwar komponentenweise. Ich weiß, ohne zu wissen, was jetzt genau das Dreieck ist, brauchen wir gar nicht zu wissen, sondern das ist, wir rechnen ja eh nur mit den Dingen, die davor stehen. Also 10 minus 3 ist 7, das ist das 7 mal Dreieck. Und dann 14 minus 3 ist 11 mal Kringel. Minus 6 plus 6 ist minus 3 mal dem hier. Und dann ist. Ja, dann ist also, was ist Dreieck selbst? Dreieck wäre dann 1 mal Dreieck plus 0 mal Kringel plus 0 mal Quadrat. Und Kringel ist dann 0 mal Dreieck plus 1 mal Kringel plus 0 mal Quadrat. Und Quadrat kann ich auch schreiben als 0 mal Dreieck plus 0 mal Kringel. Plus 1 mal Quadrat. Und diese Funktionen hier, die sind linearunabhängig. Beachte. Dreieck, Kringel, Quadrat sind linearunabhängig.
Denn wenn ich habe Alpha, ja, Alpha Dreieck plus Beta Kringel plus Gamma mal das ist gleich 0, dann bedeutet das doch, jetzt übersetze ich es doch nochmal zurück, das wäre ja, das hier ist eine Funktion, die x abbildet auf irgendwas, f von x. Und was sagt die? Die sagt, Dreieck geht nach Alpha, Kringel geht nach Beta und Quadrat geht nach Gamma. Und das soll sein 0. Na, was ist das für eine 0? Das ist die 0 in diesem Raum. Das ist aber doch die Funktion, die abbildet x auf f von x, und zwar jedes auf 0. Das ist die 0-Funktion, die sagt 0, 0, 0. Und zwei Funktionen sind dann gleich, wenn Definitionsbereich und Wertebereich gleich sind und aber außerdem für jeden Input der gleiche Output ist. Also das hier bedeutet Alpha gleich 0, Beta gleich 0, Gamma gleich 0. Und das ist genau die lineare Unabhängigkeit. Die lineare Unabhängigkeit sagt, wenn ich eine Linearkombination von den Dingern habe, die 0 ergibt, dann müssen alle Koeffizienten 0 gewesen sein. Haben wir aber jetzt schon. Ja, haben wir jetzt schon mehrfach verwendet, ist immer noch genauso richtig. Außerdem sehe ich natürlich ganz leicht, dass ich alle Elemente von diesem Raum so schreiben lassen. Weil das ist ja einfach nur eine Kodierung von der Funktionstabelle, die ich sonst irgendwie so schreiben würde, xf von x, ja, so wie ich es oben auch hingeschrieben habe, so. 5, 7 minus 3, das ist ja dasselbe, nur anders hingeschrieben. Klarerweise ist dann diese drei Elemente, das ist M, Achtung, das ist M, ist auch ein Erzeugungssystem. Also M gleich Dreieck Kringel Quadrat ist auch ein Erzeugungssystem. Denn jedes Element, natürlich, jedes Element von diesem Raum lässt sich als K-Linear-Kombination von Elementen von M schreiben. Fertig. Mehr brauche ich nicht. Ich habe die ganze K-Vektorraumstruktur damit erklärt. Und ich habe dann das Versprechen erfüllt, dass ich einen Vektorraum konstruiert habe. Da ist er, der das M als Basis hat. Denn das M ist ein erzeugendes System und wir haben vorher gesehen, es ist linear unabhängig. Es ist ein bisschen geschummelt, könnten Sie jetzt sagen, weil dieses Dreieck, was ich da in Wirklichkeit als Erzeuger habe, ist nicht wirklich das ursprüngliche Dreieck, sondern das ist eigentlich nur die Funktion, die das Dreieck auf 1 abbildet und alles andere auf 0. Das macht aber nichts, weil das kann ich miteinander identifizieren. Da gibt es eine Bijektion zwischen dieser Menge m, eine bijektive Abbildung zwischen dieser Menge m und der Menge aller Funktionen, die ein Element von m auf 1 abbildet und alle anderen auf 0. Insofern ist es legitim, das so zu schreiben und zu sagen, ja, in Wirklichkeit, oder ja, was ist schon Wirklichkeit, aber wir betrachten es so, als ob die Elemente selbst, von M selbst die Erzeuger sind. Das ist ein bisschen komisch, aber das kann man so machen. Okay, so, wo kamen wir her? Wir hatten gesagt, wir wollen zu jeder Menge M, und jedem Körper einen K-Vektorraum konstruieren, der M als Basis hat. Und das ist dieser sogenannte freie Vektorraum. Also man nennt FK, FKM den freien Vektorraum. Über K. Ja, über K von M. Machen wir dazu noch ein Beispiel. Oder zwei Beispiele.
Also ein Beispiel hatten wir schon. Machen wir dann ein zweites Beispiel. Ah, und was ist damit, wenn ich m gleich 1, 2, 3, ja, oder machen wir 1 bis n nehme? Das ist dann natürlich gefährlich, da muss ich aufpassen, da muss ich mir irgendwie Notation so schreiben, dass ich da jetzt nicht durcheinander komme. Wenn ich in K-Elemente habe, die auch so aussehen wie Zahlen, da muss ich aufpassen. Also das ist jetzt 5 mal 1 minus 7 mal 2 plus 8 mal 3 plus, plus 5 mal n. Ja, diese Elemente von m, die darf ich jetzt natürlich nicht als Zahlen betrachten. So dass ich hier jetzt, dass das 14 ist oder so, sondern da mache ich da vielleicht so ein Kringel drumherum. Ich darf die Koeffizienten nur miteinander verrechnen. So, und dann kann ich aber sagen, der hier plus, und dann jetzt vielleicht 1 mal 1 minus 7 mal 2 plus 3 minus 2 mal n, so. Das kann ich dann, also das wäre, dann kann ich wieder ganz normal rechnen damit, wie mit Vektoren, indem ich einfach komponentenweise addiere. Das wäre also hier 6 mal 1 minus 14 mal 2 und so weiter. 9 mal 3 plus 3 mal n. Kann ich also auch machen. Und es ist natürlich nichts anderes als vorher. Nur, dass ich halt jetzt nicht hier Dreieck, Kringel und Quadrat habe, sondern ich habe 1, 2, 3 und ich habe die dann eingekringelt, damit sie dann nicht kollidieren mit Q. Ja, weil da auch noch Elemente drin sind, die genauso aussehen wie 1, 2, 3. Ich hätte auch die einen rot und die anderen grün malen können. Nur muss ich halt aufpassen, dass ich da dieses Mal dann nicht ausrechne, sondern diesen Dreier als was anderes betrachte, als den Dreier, der da drin ist. Ja, so und das Einkringeln, das ist irgendwie traditionell nicht so üblich. Man könnte das ein bisschen klassischer schreiben. Also statt 1, 2 bis n könnte man als Notation auch verwenden. Irgendwelche Variablen, wo das als Index drin ist, zum Beispiel E1, E2, EN verwenden. Oh, und wenn man das macht, dann wird das aber plötzlich wieder sehr vertraut. Wenn ich so einen Vektor hier aufschreibe, 6 mal E1 minus 14 mal E2 plus 9 mal E3 plus 3 mal EN. Da könnte ich ja sagen, ja, die Es, so wie sie da jetzt hingeschrieben habe, sind das einfach irgendwelche ganz bedeutungslosen Symbole, sind einfach Symbole, die ich voneinander unterscheiden kann. Da gibt es halt das erste, das zweite und so weiter bis zum Enden. Ich könnte aber jetzt auch sagen, es sind die Einheitsvektoren. Könnte doch sagen, dass dieser Vektor, der hier steht, wenn ich die Es nicht als Symbole einfach nur betrachte, die bedeutungslos sind, sondern sie als Variablen betrachte für die üblichen Einheitsvektoren, dann wäre das, was hier steht, genau der Vektor 6 minus 14, 9, bum, 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 3. Ja, und das ist 6 mal der erste Einheitsvektor, deshalb da, 14 mal der zweite, deshalb da und so weiter. Das wäre bei Interpretation von EI als Iter-Einheitsvektor. Ja, und jetzt könnten wir aber nochmal hinterfragen, was ist jetzt dann eigentlich das, was ich da rechts hingeschrieben haben? Also wenn wir jetzt da wirklich so fundamental wieder zurück in die Mengenlehre gehen, haben wir gesagt, das ist ein Tuppel. Okay, aber was ist eigentlich ein Tuppel? Ein Tuppel ist doch auch eigentlich eine Funktion. Wenn ich das hier so hinschreibe, ich könnte es ja auch so hinschreiben, 6 minus 14, 9 und so weiter bis 3. Aber was ist das? Das ist auch wieder eine Funktion, eigentlich nur eine Funktion, die man darstellt, i, f von i,
Die erste Koordinate ist 6, die zweite Koordinate ist 14, minus 14, die dritte Koordinate ist 9 und so weiter. Und die n-te Koordinate ist 3. Das ist eigentlich wieder auch nur eine Notationssache. Ein Tupel ist auch nur eine Funktion. Eine Funktion von ein Tupel der Länge n ist eine Funktion von den ersten n natürlichen Zahlen in irgendeine Menge, aus der halt die Tupelkomponenten kommen. Aha. Okay. Jetzt könnte man sagen, wir haben Tupel axiomatisch eingeführt und mit Hilfe von Tupel dann Funktionen eingeführt. Da sollte ich dann jetzt besser nicht sagen, umgekehrt, dass das Tupel auch eine Funktion ist. Dann haben wir einen Zirkel gemacht. Ja, aber wenn Sie ganz pingelig und präzise sind, dann könnten Sie sagen, axiomatisch bräuchten Sie eigentlich nur Paare einbilden. Da kommen Sie nicht drumherum, nicht einbilden, einführen, Paare bilden oder Paare einführen. Wenn Sie Paare bilden können, dann können Sie mit Paaren Funktionen bilden, denn Funktionen, da haben wir nicht irgendwelche Tupel gebraucht, sondern immer nur Zweier-Tupel. Und wenn Sie dann Funktionen haben, dann können Sie Tupel größerer Länge bauen. Das ist das, so wie wir es jetzt hier aufgefasst haben. Okay, das heißt, da finden wir, dass der freie Vektorraum über dem Körper K von der Menge E1 bis En, das ist im Prinzip dasselbe wie, nicht im Prinzip, es ist dasselbe wie K hoch N, wenn ich die Notation jeweils richtig deute. Ja, richtig interpretiere. Aha, das heißt, da haben wir den wir irgendwie bisher immer als bekannt vorausgesetzt haben, jetzt noch mal aus einer neuen Perspektive kennengelernt. Und da machen wir gleich weiter und machen das noch größer. Und zwar habe ich hier jetzt die ersten n natürlichen Zahlen genommen, startend mit 1. Jetzt nehme ich als nächstes alle natürlichen Zahlen. Jetzt werde ich übermütig. Ja, und nehme alle natürlichen Zahlen und ich nehme als k wieder q. Das heißt, die Elemente hier, da muss ich jetzt gucken, das ist jetzt eine unendlich große Menge. Also ein Element von dem hier würde dann zum Beispiel so aussehen: 5 mal 0 minus 3 mal 1 plus 8 mal 2. Ja. Und dann kommt hier an der Stelle jetzt die technische Einschränkung zum Tragen, die sagt, da können jetzt nicht alle Koeffizienten nicht 0 sein, sondern die meisten müssen 0 sein. Das heißt, da geht es halt jetzt bis irgendwo hin, bis zum Beispiel zum 17 mal 100. Und ich muss jetzt wieder unterscheiden, die Zahlen, die von hier rauskommen, die können sich nicht verbinden mit den Zahlen von hier. Dann mache ich da wieder so einen Kringel drumherum. So. So dass ich weiß, die Zahlen, die davor stehen, das sind die Körperelemente und die Zahlen im Kringel, das sollen die natürlichen Zahlen sein. Die können aber nicht miteinander sprechen. Also 8 mal 2 ist nicht einfach 16, sondern 8 mal 2 kann ich nur verrechnen mit vielleicht irgendwas anderem mal 2, die kann ich dann zusammenzählen. Naja, und da gibt es dann auch wieder eine traditionellere Schreibweise, statt mit dem Kringel, nämlich das könnte ich dann auch so schreiben, könnte ich sagen, 5 mal, und dann nehme ich so ein Symbol x und schreibe da die natürliche Zahl oben als Index dran. So. Und dann sehen Sie, da finden wir jetzt den Polynomraum auch wieder als Spezialfall davon. Also das heißt also, haben wir der freie Vektorraum über Q von der Menge, naja, von der Menge der natürlichen Zahlen, das ist bis auf Notation der Polynomraum. Okay. Gut. Also das ist ein ziemlich cooles Werkzeug. Da können Sie mit dem freien Vektorraum, können Sie ziemlich viele andere Vektorräume, die wir bisher gesehen haben, als Spezialfälle drin erkennen. Polynomraum, der K hoch n und alle anderen, na fast alle, nicht alle, fast alle. Fast alle anderen auch. Wie kamen wir jetzt da drauf?
Ich wollte, ich hatte mir vorgenommen, für zwei Vektorräume, U und W, K-Vektorräume, haben. Und wir wollen einen Vektorraum haben, einen K-Vektorraum V, dessen Basis also wir haben das Produkt von zwei Basen, von dem hier sind, also haben eine mit Basen BU und BW und dann soll hier BU Kreuz BW die Basis sein. Das nennt man dann das Tensorprodukt. Und das kann ich jetzt einfach definieren. Definiere U Tensorprodukt mit W. Das definiert als der freie Vektorraum über dem Körper K von BU Kreuz BW. Okay. Das ist das Tensorprodukt. Da brauche ich jetzt überhaupt nichts, das ist tatsächlich eine Definition, da brauche ich überhaupt nichts zu beweisen. Ich muss nur sagen, ich nehme hier eine Basis von dem, nehme eine Basis von dem und bilde den freien Vektorraum. Aber der freie Vektorraum, wenn wir den schon akzeptiert haben, dass es den gibt und verstanden haben, was damit gemeint ist, dann ist er automatisch ein Vektorraum. Und nicht nur ist er automatisch ein Vektorraum, sondern er hat automatisch dieses Ding hier als Basis. Ja, dann haben wir also das erfüllt. Wir haben einen K-Vektorraum, dessen Basis das ist, was wir uns gewünscht haben. Man nennt diesen Raum das Tensorprodukt. Von U und V. Von U und W. Also Beispiel. Nehmen wir U gleich W gleich Q hoch 2. Und dann könnten wir BU gleich BW gleich statische Standardbasis nehmen, 1, 0 und 0, 1. Und dann wäre BU Kreuz BW, das wäre dann die Menge aller Paare von einem Basiselement von hier und dann nochmal ein Basiselement von hier. Also können wir dann so schreiben, 1, 0, 1, 0 und dann 1, 0, 0, 1, dann 0, 1, 1, 0 und dann 0, 1, 0, 1. So. Und dann ein Element von diesem Tensorprodukt wäre dann zum Beispiel, naja, irgendeine Linearkombination von denen, einfach als Linearkombination hingeschrieben, zum Beispiel 5 mal 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 plus 3 mal 1, 0, 0, 1 ja, plus 7 mal 0, 1, 1, 0 minus 8 mal 0, 1, 0, 1. Na, und Sie sehen schon, das ist keine sehr glückliche Notation. Es wird ein bisschen besser. Notation für die Basiselemente B, U, B, W in dieser Menge aller Paare, B, U, Kreuz, B, W, schreibt man B, U, Tensor. BW. Also dann würde ich das da oben hier. Ja, es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Aber ich würde es dann so schreiben: 5 mal 1, 0 Tensor 1, 0 plus 3 mal 1, 0 Tensor 0, 1 plus und so weiter. Okay.
Das ist jetzt noch kein, notationell macht das jetzt noch keinen so großen Unterschied. Ich definiere aber jetzt noch was, und zwar allgemeiner. Definieren wir für beliebige U aus U und W aus W, was U-Tensor W sein soll. Und zwar so durch, also wie folgt. Und zwar schreibe ich jetzt das U als Element, als Linearkombination der Basiselemente von Groß U und das W analog. Also ich schreibe U gleich Alpha 1 U1 plus 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 Alpha N UN. Und W gleich Beta 1 W1 plus 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 Beta M WM für gewisse, natürlich dann eindeutig bestimmte, U1 bis UN in der Basis von U, W1 bis WM in der Basis von W, Alpha 1 bis Alpha N im Grundkörper. Und Beta 1 bis Beta M ebenfalls im Grundkörper und setze. Ja, die Idee ist, ich will das jetzt diesen Ausdruck hier, irgendein Vektor aus U tensoriert mit irgendeinem Vektor aus W zurückführen auf die Notation, die ich hier schon eingeführt habe, die aber nur für die Basiselemente erklärt ist. Naja, und dann mache ich einfach das so, dass ich sage, U-Tensor W soll sein die Summe über alle I von 1 bis N, die Summe über alle J von 1 bis M und dann Alpha I mal Beta J mal und dann das U-ite Basiselement getensort mit dem W-J-ten Basiselement. Also das hier ist ein Element von BU Kreuz BW, also ein Basiselement vom Tensorprodukt. Und das hier ist dann insgesamt eine Linearkombination von solchen Basiselementen. Und damit ist dann klar, das hier ist ein Element von U Tensor W, wenn immer das U ein Element von U ist und das W ein Element von W. So, Beispiel. Naja, ich kann jetzt mit dieser Notation das hier oben ein bisschen weiter vereinfachen. Ich könnte zum Beispiel da den Fünfer reinziehen und sagen, das ist 5, 0, Tensor 1, 0 plus 1, 0, nee, 3, ja, 3, 0, Tensor 0, 1 plus und so weiter. Und überhaupt kann ich mir dann einige Rechenregeln notieren, die dann gelten für diese neue Rechenoperation. Das war quasi ein Produkt von zwei Vektoren. Bisher haben wir immer nur Vektoren miteinander addiert oder Vektoren mit einem Körperelement multipliziert, dann sind sie gestreckt worden. Aber jetzt das ist was anderes. Hier werden jetzt zwei Vektoren miteinander multipliziert und die leben noch dazu in verschiedenen Räumen. Das U lebt in einem U. Und das W lebt in einem W. Und die haben a priori nichts miteinander zu tun, außer dass es Vektorräume sind über demselben Körper K. Okay? Na gut. Es gilt dann Folgendes. Sie können sagen, es gelten so Rechenregeln wie U Alpha mal U Tensor W ist dasselbe wie Alpha mal U Tensor W und das ist auch dasselbe wie U mal U Tensor Alpha W. Das gilt für alle Alpha aus K und für alle U aus U und für alle W aus W. Und außerdem geht noch weiter, U1 plus U2 Tensor W ist dasselbe wie U1 Tensor W plus U2 Tensor W. Und dann gibt es noch das hier, U
Tensor W1 plus W2 ist gleich U Tensor W1 plus U Tensor W2. Das gilt für alle U1, U2, U, W1, W2, W aus U bzw. W. Okay, und damit können Sie dann rumrechnen. Könnten dann sagen, naja, zum Beispiel 5, 3, Tensor 2, 1, was ist das? Ja, das ist dann zunächst einmal, könnten wir sagen, das ist 5, 0 plus 0, 3, Tensor 2, 1. Das kann man dann ausmultiplizieren. Dann kriegen wir, das ist 5, 0, Tensor 2, 1 plus 0, 3, Tensor 2, 1. Und da können wir jetzt einen Fünfer noch rausziehen, dann kriegen wir 5 mal 1, 0, Tensor 2, 1 plus dann ein Dreier rausziehen, 0, 1, Tensor 2, 1. Und dann haben wir die ersten auf die Basisvektoren zurückgeführt und dann könnten wir jetzt das mit den zweiten auch noch machen. Also das hier wäre ja 2, okay, dann kriegen wir hier 10 mal 1, 0, Tensor 0, 1 plus 5, 1, 0, Tensor, nee, 1, 0 hier, 0, 1 plus, dann habe ich also den hier ausmultipliziert, den als 2, 0 plus 0, 1 geschrieben und dann den Zweier nach vorne gibt den Zehner, den Einser nach vorne gibt den Fünfer und hier habe ich dann 6 mal 0, 1, Tensor 1, 0 plus 3, 0, 1, Tensor 0, 1. Und dann sehen Sie, dieses Ding hier, irgendein, das ist dieses U-Tensor W, irgendein Vektor aus U und irgendein Vektor aus W kann ich miteinander tensorieren und dann kommt dann raus irgendwas, eine Linearkombination, hier sind die Koeffizienten der Linearkombination von Elementen von der Basis und die Elemente von der Basis sind Basispaare von je einem Basiselement von dem einen Raum und einem anderen Element aus dem anderen Raum. Also das wäre hier, ja, so wie ich gerade gesagt habe. So. Jetzt könnte man natürlich fragen, also jetzt habe ich es noch gar nicht ausgerechnet, sondern was ist das jetzt? Also dieses Tensor kann ich jetzt zurückführen auf diese Tensoren, aber was sind dann die hier? Das wird dann immer gerne gefragt in der in der Vorlesung, wenn Studenten anwesend sind. Und dann, was ist jetzt? 1, 0, Tensor 1, 0. Und das ist die falsche Frage, sondern das ist jetzt einfach nur eine Notation. Es ist ein neues Gebilde, das lebt in einem formalen, konstruierten Raum. Das ist ein bisschen so, wenn Sie fragen, was ist ein Halb? Wenn Sie das noch nie gesehen haben, dann würden Sie sagen, naja, ein Halb ist das, was diese Notation heißt, ist, das ist 1 geteilt durch 2. Aber was kommt denn raus, wenn Sie 1 durch 2 teilen? Es kommt halt raus, 1 geteilt durch 2. Das ist einfach ein neuer Ausdruck, der steht für ein Objekt, das es vorher noch nicht gegeben hat und für das es auch keine andere Notation gibt. Das lässt sich also nicht weiter zerlegen, nicht weiter ausrechnen, sondern das ist, obwohl es irgendwie so aussieht, als würde da noch was gerechnet gehören, das ist schon ein atomarer Ausdruck. Der lässt sich anders schreiben, so wie sich das hier auch anders schreiben lässt, als 2 durch 4, so lässt sich der hier auch noch anders schreiben, vielleicht. Aber das wird dann deutlich nicht besser, sondern es sind halt nur alternative Darstellungen. Ein anderes Analog wäre im Polynomring, das sind Sie es ja auch gewohnt, dass Sie schreiben, x Quadrat ist ein Polynom. Aber was ist denn x Quadrat? Naja, x Quadrat ist x mal x, können Sie dann vielleicht noch sagen. Ja, okay, aber was kommt denn raus? Naja, es kommt halt x Quadrat raus. Ja, also, das ist halt ein Ausdruck, der steht für ein bestimmtes Element in einem bestimmten Raum. Und für dieses Element haben wir halt nur einen Ausdruck, der aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt ist, wie zum Beispiel hier x mal x oder hier 1 durch 2 oder hier eben ein Vektor tensoriert mit einem anderen Vektor. Und da braucht man sich auch nichts drunter vorzustellen. Es hat auch keine unmittelbare geometrische Anschauung, dieser Raum.
Raum wird für andere Dinge verwendet, die ist ja erfunden worden. Ja, für uns ist einfach mal nur interessant, man kann diesen Raum hinschreiben und man kann damit rechnen. Und warum man das machen will, reden wir vielleicht später nochmal drüber, vielleicht aber auch nicht. Das ist jetzt für uns nicht zu wichtig. Worauf es mir nur ankommt, ist, hier haben wir wieder einen neuen Vektorraum konstruiert. Und also wie war nochmal die Definition? Nochmal zum Abschluss. Das Tensorprodukt von zwei K-Vektorräumen war definiert als der freie Vektorraum, von dem wir vorher erklärt hatten, wie der definiert war, von BU Kreuz BW, wobei BU Basis von U ist und BW Basis von W. Und jetzt müssten aber eigentlich, wenn es nicht schon längst geschehen ist, bei Ihnen die Alarmglocken klingen. Denn hier haben wir eine Definition, wo auf der rechten Seite etwas steht, was gar nicht auf der linken Seite steht. Auf der linken Seite stehen Vektorräume und auf der rechten Seite stehen Basen von den Vektorräumen. Aber wir wissen, jeder Vektorraum hat eine Basis, das ist schon mal gut. Aber was ist denn, wenn ich eine andere Basis nehme? Also was ist denn mit BU Strich Kreuz BW Strich? Wenn das auch zwei Basen sind, kann ich auch diesen Vektorraum bilden und ist das dann dasselbe oder ist das was anderes? Ja, streng genommen ist es was anderes, weil beim einen ist das eine Basis und beim anderen ist das eine Basis. Und wir müssen aber jetzt irgendwie das rechtfertigen, warum wir das so definieren dürfen. Und um das zu rechtfertigen, brauchen wir einen Begriff dafür, dass zwei Vektorräume im Wesentlichen dieselben sind. Auch wenn sie notationell vielleicht verschieden sind, aber wann sind zwei Vektorräume strukturell die gleichen? Und das führt dann auf den nächsten Begriff, um den es geht. Also wir kommen auf diese Frage zurück. Das nächste, um das es geht, ist der Begriff der linearen Abbildung und damit zusammenhängend der Begriff der Isomorphie zwischen zwei Vektorräumen. Und Isomorphie, das ist eben der Begriff, den wir hier brauchen, um diese Geschichte da zu Ende zu erzählen. Zwei Vektorräume sind isomorph, wenn sie strukturell gleich sind, nur einmal von da angeschaut und mal von da angeschaut. Okay, aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns den Begriff des Homomorphismus an. Der geht so. Das ist jetzt, also das können wir jetzt auch nochmal, bevor wir jetzt in dieses abgespacete Zeugs, wo wir herkommen, das mal kurz beiseite schieben. Das hier ist jetzt wieder was, das ist jetzt wieder was Zentrales. Das Tensorprodukt ist auch schön, aber wenn Sie das jetzt nicht mögen, sei es Ihnen verziehen. Jetzt sollten Sie dann aber wieder einsteigen, denn das ist jetzt wieder was, das wirklich jeder wissen muss, der Begriff des Homomorphismus. Und zwar ist die Idee die, dass wir ja ausgegangen sind vor einer Weile vom K hoch N und haben gesagt, naja, das brauchen wir so konkret nicht, sondern das können wir verallgemeinern und sagen, wir nehmen irgendeinen Vektorraum V und der Vektorraum V, der hat halt irgendwelche Elemente. Die Elemente hier, die sehen sehr konkret aus. Die sind irgendwie so oder von mir aus so. Und da wissen wir nicht so genau, wie die aussehen, aber das ist egal. Wesentlich ist, dass wir mit denen rechnen können, so wie wir es mit denen hier gemacht haben. Aber was haben wir denn mit denen gerechnet? Wir haben Vektoren addiert und skaliert. Also Linearkombinationen gebildet. Wir hatten dann aber auch diese Matrizenrechnung. Wir hatten auch das Konzept der Matrizen, das sagte, ein Vektor wird abgebildet auf die Matrix-Vektor-Multiplikation. Und die Frage ist jetzt, was ist da
das allgemeine Gegenstück dazu. Wenn ich hier, also das hier ist ja eine Abbildung von k hoch m nach k hoch n. Ja, das hier ist ein Vektor im k hoch m. Wenn ich den hier multipliziere mit einer Matrix mit n Zeilen und m Spalten, dann kommt ein Vektor mit n Komponenten raus. Okay? Und ein Homomorphismus, das ist jetzt genau die Antwort. Ein Homomorphismus ist das, was an der Stelle steht. Ein Homomorphismus ist das für einen beliebigen Vektorraum, was für einen konkreten Vektorraum k hoch n eine Matrix ist. So kann man sich das vorstellen. Aber wie schreiben wir das hin? Wir wollen da jetzt nicht unendlich große Matrizen hinschreiben. Das macht wenig Sinn. Wir reduzieren es wieder auf das Wesentliche. Was macht denn die Matrix-Vektor-Multiplikation eigentlich aus? Also die ist jetzt auch wieder irgendwie definiert mit man geht so und da und multipliziert und addiert irgendwas. Aber wenn ich andere Vektorräume habe, was davon brauche ich dann wirklich? Und das ist die Bedingung, die wir dann hier in die Definition schreiben. Also hier geht es jetzt los. V und W, zwei K-Vektorräume. Und wir haben eine Funktion, die Vektoren des ersten Vektorraums als Input nimmt und Vektoren des zweiten Vektorraums als Output produziert. Und so eine Funktion nennt man Homomorphismus oder lineare Abbildung, das ist dasselbe. Falls Folgendes gilt, und zwar die Abbildung ist strukturerhalten, so sagt man auch. Und das bedeutet, dass es egal ist, ob ich eine Linearkombination bilde, bevor oder nachdem ich H anwende. Also hier steht es, für alle x und y aus V und für je zwei Körperelemente, Alpha und Beta, gilt, wenn ich zuerst Alpha x plus Beta y rechne, das ist eine Rechnung, die passiert in V, sowohl die Skalarmultiplikation als auch die Addition. Und dann wende ich H an, sodass ich ein Element aus dem Zielraum kriege. Dann ist das dasselbe, wie wenn ich zuerst auf x und y unabhängig voneinander H anwende und mit den beiden Vektoren, die dann Vektoren aus W sind, die ich dann kriege, mit denen dann die Skalarmultiplikation und die Addition mache. Also charakteristisch dafür, dass ich hier Vektorräume habe, ist ja genau das, dass ich Linearkombinationen mit Koeffizienten in K bilden kann. Das macht ja den Vektorraum aus. Also wir schreiben meistens zwei Operationen, die Addition und die Skalierung. Aber wenn ich die zusammenfasse, dann ist es einfach Linearkombination bilden. Ein Vektorraum ist was, wo ich Linearkombination bilden kann. Gut, und eine Funktion H ist strukturerhaltend, wenn es egal ist, ob ich zuerst Linearkombination bilde und dann H anwende. Oder zuerst H anwende, dann bin ich im anderen Raum und dort dann Linearkombination bilde. Sowas ist dann ein Homomorphismus. Und wir werden dann einige Beispiele im Anschluss sehen. Es gibt dann, weil das so ein zentraler Begriff ist, noch Varianten für Spezialfälle. Falls ich einen Homomorphismus habe von V nach V, dann nennt man das Endomorphismus. Naja gut, das würde dann quasi einer quadratischen Matrix entsprechen. Eine quadratische Matrix ist eine Abbildung von k hoch n nach k hoch n mit demselben n. Also ein Endomorphismus entspricht einer quadratischen Matrix und ein Homomorphismus, der entspricht einfach nur einer Matrix. Und ein Homomorphismus, naja, das ist auch wieder ein Begriff, den hatten wir vorher schon, als wir über Gruppen gesprochen haben. Und ganz kurz habe ich Sie damit erschreckt mit dem Begriff des Gruppenhomomorphismus. Ja, das habe ich deshalb gemacht, damit es Ihnen jetzt ein bisschen vertrauter vorkommt. Es ist dasselbe Prinzip. Beim Gruppenhomomorphismus war es auch so. Ich habe zwei Gruppen und eine Abbildung von der einen in die andere, die so ist, dass ich, egal ob ich zuerst Gruppenverknüpfung mache und dann Homomorphismus oder zuerst Homomorphismus und dann Gruppenverknüpfung, es kommt in beiden Fällen dasselbe raus. Das ist hier genau dasselbe. Es ist verträglich mit der Operation der algebraischen Struktur. Und der Homomorphismusbegriff ist ein zentraler Begriff, nicht nur für die lineare Algebra, sondern für die gesamte Algebra. Sie haben dann Homomorphismen für alle anderen Strukturen auch. Das haben wir dann nicht mehr eingeführt. Es gibt Ringhomomorphismen und Körperhomomorphismen. Die kann man alle strukturell untersuchen. Und die sind alle sehr interessante
Abbildungen, die ganz eng verbunden sind mit der jeweiligen algebraischen Struktur. Und uns interessieren jetzt dann im Folgenden die linearen Abbildungen und das sind die Homomorphismen für Vektorräume. Nun, so ein Homomorphismus kann bijektiv sein und in dem Fall nennt man ihn Isomorphismus. Und Isomorphismus heißt wieder gleicher Gestalt. Ein Isomorph bedeutet, V und W sind isomorph zueinander, wenn es einen Isomorphismus gibt, der den einen Raum in den anderen abbildet. Und man schreibt, falls das der Fall ist, schreibt man so ein Gleichheitszeichen mit Schlange drüber. Das sagt, V und W sind zwar eventuell nicht gleich als Mengen, aber strukturell gleich als Vektorräume. Alles, was ich linear-algebra-mäßig in dem einen tun kann, kann ich genauso gut in dem anderen tun. Ich kann also in dem rechnen, wo es mir lieber ist und das Ergebnis in den anderen übersetzen, da wo ich es vielleicht, weil ich es da vielleicht brauche, obwohl ich da weniger gerne rechne. Okay, und da gibt es dann auch wieder einen Spezialbegriff für den Fall, dass V und W derselbe Raum sind. Dann nennt man das Automorphismus. Das heißt, das ist dann ein Isomorphismus von V zu sich selbst. Ein solcher wäre zum Beispiel die identische Abbildung, die x einfach auf x abbildet. Aber vielleicht gibt es noch weitere. Das kann ja sein. Solche nennt man dann Automorphismen. Und dann gibt es die Begriffe Kern und Bild, die eine sehr wichtige Rolle spielen in der linearen Algebra überhaupt, aber vor allem im Zusammenhang mit Homomorphismen. Und die hatte ich auch schon mal angerissen, als wir über Gruppen sprachen. Die sind hier wieder genauso definiert, aber schreiben wir es nochmal hin. Was ist der Kern? Naja, wir wissen schon, was der Kern von einer Matrix ist. Und das hier ist dann. Also der Kern von der Matrix ist die Lösungen des linearen Gleichungssystems, die Menge aller x, für die gilt ax gleich 0. Ja, so hatten wir das vorher definiert. Und das hier ist die Verallgemeinerung davon, wenn die Anwendung von h auf einen Vektor x die Entsprechung hat einer Matrix-Vektor-Multiplikation, dann ist das natürlich genau das. Dann h angewandt auf x gibt den Nullvektor in W in dem Fall. Und also die Menge aller x, die von dem h auf den Nullvektor abgebildet werden, das ist der Kern und der ist eine Teilmenge von dem ersten Raum. Okay, also das ist ein Bild, glaube ich, auf der nächsten Seite. Geht so, hier ist v und da ist w. Und hier gibt es den Kern, das ist komischerweise die Sprechweise ist, das ist, obwohl das Bild suggeriert irgendwie, dass das der Kern von v ist, das stimmt aber nicht, die Sprechweise ist, das ist der Kern von h. Und h ist also die Abbildung, die von v nach w geht. Und hier, das sind alle die, die hier auf das Null-Element abgebildet werden. Das ist die Null von w. Und dann gibt es noch das Bild. Das Bild ist die Menge das ist dann eine Teilmenge von w. Das ist alles, was von v getroffen wird. Also h muss nicht surjektiv sein, muss auch nicht injektiv sein. Es ist einfach irgendeine Funktion, die da oben diese Eigenschaft hier erfüllt, die da. Und da kann es natürlich sein, wenn das nicht surjektiv ist, dann würde das bedeuten, dass wenn ich schaue, wo die alle landen, dann bilden die eine bestimmte Teilmenge. Sieht dann so aus und das wäre dann das Bild. Das ist das Bild von H und das ist der Kern von H. So. So, da brauchen wir aber jetzt Abbildungen, Beispiele für diese Abbildungen, für diese linearen Abbildungen. Und da gibt es jetzt ganz viele. Weil wir hatten ja vorher schon, als wir gesehen haben, es gibt jetzt nicht nur k hoch n als Vektorraum, sondern es gibt ganz viele Vektorräume. Dann haben wir eine lange Liste gehabt. Und jetzt sehen wir, es gibt nicht nur Matrix-Vektor-Multiplikation, sondern es gibt irgendwelche, oh ja, und dann kommt jetzt natürlich eine sehr lange Liste, weil ich kann von irgendeinem Vektorraum zu irgendeinem anderen Vektorraum mir einen Homomorphismus überlegen. Aber das brauchen wir jetzt nicht alles zu übertreiben, aber ich zeige Ihnen jetzt den Rest dieses Videos einige Beispiele für Homomorphismen. Das eine ist, na, Sie haben vielleicht schon mal von linearen Abbildungen in der Schule gesprochen
Und da meint man dann zum Beispiel sowas, f von r nach r, f von x gleich 3x. Ja, das ist eine lineare Abbildung. Naja, okay, aber das ist eine, so wie wir sie bisher hatten. Das geht r hoch 1 nach r hoch 1 und jedes x wird mit 3 multipliziert. Okay, das ist linear. Ja, warum ist das linear? Denn, muss man auch überprüfen, denn für alle xy in R gilt f von x plus y. Na und Moment, die Alphas nicht vergessen. Also, ja, was ist linear als was denn? Als das R betrachten wir als Vektorraum über sich selbst. Also das heißt, die Alphas müssten dann auch aus R sein. Alpha und Beta aus R gilt f von Alpha x plus Beta y. Das ist aber jedenfalls 3 mal Alpha x plus Beta y. So, und das ist jetzt einfach eine Rechnung in R. Das kann ich umschreiben als Alpha mal 3x plus Beta mal 3y. Und das 3x kann ich jetzt wieder als f von x schreiben. Das ist ein Alpha f von x plus Beta f von y. Das ist genau die Bedingung. F von Linearkombination ist gleich Linearkombination von f von. Was in der Schule oft falsch unterrichtet wird, ist folgendes. Wenn Sie diese Funktion hier nehmen, nennen wir sie vielleicht g, damit wir sie unterscheiden können. G, Funktion von r nach r. Und ich nehme jetzt f von x gleich 3x plus 5. Das ist nicht eine lineare Funktion, nicht linear. Linear heißt, also das bezeichnen wir da deshalb als linear, weil der Funktionsgraph eine Linie ist. So. Und der Funktionsgraph hier ist auch eine Linie, das ist aber eine andere, die geht nicht durch den Ursprung, das wollen wir auch. Das ist nicht linear, denn naja, es muss irgendwie das hier erfüllt sein. Es ist dann aber wohl nicht erfüllt. Also sagen wir f von 0, das ist 5. Und aber f von 0 ist ja aber auch gleich f von 0 plus 0, weil 0 ist gleich 0 plus 0. Das müsste aber dann das müsste f von 0 plus f von 0 sein. Das wäre dann 10. Ist aber nicht. Das kann also nicht sein. Allgemein gilt, für jede lineare Abbildung H von irgendeinem Vektorraum in irgendeinen Vektorraum gilt H von 0 gleich 0. Also das heißt, wenn ich 0 aus V nehme und lasse die lineare Abbildung darauf los, dann kommt auf jeden Fall die 0 aus W raus. Und der Grund ist derselbe wie der, mit dem ich gerade dieses f hier zerlegt habe. Nämlich h von 0 ist gleich h von 0 plus 0. Das ist h von 0 plus h von 0. Wenn ich jetzt auf beiden Seiten h von 0 abziehe, dann kommt hier 0 raus. Und hier bleibt aber einer übrig, h von 0. Ja, und das habe ich behauptet. Okay. Aber das ist natürlich jetzt nicht genügend, wenn ich sage h nach r, h von x gleich x Quadrat, das ist auch nicht linear. Obwohl 0 auf 0 abgebildet wird, aber man kann natürlich leicht ein anderes Problem konstruieren. Denn zum Beispiel nehmen wir 1 ist h von 1. H von 1 ist aber gleich h von 1 halb plus 1 halb. Und das müsste dann sein, wenn das ein Homomorphismus wäre, müsste das h von 1 halb plus h von 1 halb sein. Und das ist aber ein Viertel plus ein Viertel. Und das ist ein halb. Ja, und das ist aber falsch. Also das ist nicht linear. Jetzt habe ich Ihnen Beispiele für lineare Abbildungen versprochen und habe schon zwei gezeigt, die keine sind. Und die einzige, die eine war, war sehr langweilig. Nur die Funktion, die Zahlen mit einer Konstanten multipliziert.
Das ist aber der Spezialfall von der prototypischen linearen Abbildung. Das ist ja das, nachdem wir den Begriff konstruiert haben. Für jede Matrix A mit n Zeilen und m Spalten ist die Abbildung H k hoch m nach k hoch n. A von x gleich ax, eine lineare Abbildung. Okay, also Matrix-Vektor-Multiplikation, das ist das Standardbeispiel für eine lineare Abbildung. Ja, und natürlich, warum ist das so? Denn H von Alpha x plus Beta y, naja, das ist A mal Alpha x plus Beta y. Und die Matrix-Rechenregeln sind gerade so gemacht, dass da jetzt genau das hier wieder rauskommt. Das ist genau die gleiche Richtung wie vorher, die Rechnung, gleiche Rechnung wie vorher mit dem Dreier. Das ist Alpha h von x plus Beta h von y für alle xy aus V und Alpha Beta aus dem Grundkörper. Oh, insbesondere haben Sie dann also so geometrische Transformationen, Drehung zum Beispiel. Haben wir Bilder, schöne Bilder im Skript. Hier sehen Sie geometrisch veranschaulicht, was das bedeutet. Hier so eine Drehung um den Uhrzeigersinn, entgegen dem Uhrzeigersinn, um einen bestimmten fixen Winkel von der Ebene, ist eine lineare Abbildung vom R2 in den R2, weil wir haben gesehen, das kann man mit einer Matrix-Vektor-Multiplikation beschreiben. Und in der Tat ist es so, das, was hier erfüllt sein muss für die Linearität, ist einmal für die Addition. Wenn ich zuerst, wenn ich x habe, hier ein x und da ein y und addiere die, dann kommt der hier raus. Und wenn ich x und y jetzt zuerst drehe um den Ursprung, dann kommt halt hier h von x und da h von y raus. Wenn ich die dann addiere, dann kommt genau der Vektor raus, h von x plus h von y, den ich kriege, wenn ich den hier drehe. Wenn ich den hier so drehe, wie ich die anderen gedreht habe, dann kommt h von x plus y raus und das ist derselbe. Und mit der Skalierung genauso. Es ist egal, ob Sie einen Vektor zuerst drehen, sodass Sie h von x kriegen und dann skalieren, sodass Sie Alpha mal h von x kriegen. Oder ob Sie den zuerst skalieren, sodass Sie Alpha x kriegen und dann drehen, sodass Sie h von Alpha x kriegen. Das ist dasselbe, was rauskommt. Okay, also das ist immer noch Matrix-Vektor-Multiplikation. Anderes Beispiel. Was haben wir denn noch für andere Vektorräume? Ein anderes Beispiel für einen Vektorraum war noch der Matrixraum. Nehmen wir zum Beispiel n Kreuz m als den irgendein mit irgendeinem bestimmten n und einem bestimmten m. Und dann als w den Raum, bestehend aus den Matrizen mit m Zeilen und n Spalten. Und als h die Abbildung, die von V nach W geht und die so geht, die nimmt also jetzt einen Vektor. Aber was ist ein Vektor? Ein Vektor ist ein Element dieses Vektorraums, also eine Matrix. Okay, das wäre also dann H von A. Und ich will jetzt sagen, die transponiere ich. Also die Transposition, das ist eine Abbildung, die nimmt solche Matrizen und macht solche Matrizen daraus. Und das ist also auf jeden Fall mal eine Funktion. Das ist die Funktion, die jede gegebene Matrix transponiert. Fertig. Und das ist aber auch eine lineare Abbildung. Denn wenn Sie zuerst zwei Matrizen miteinander linear kombinieren und das Ergebnis transponieren, dann kriegen Sie das gleiche, wie wenn Sie zuerst die beiden Matrizen für sich genommen transponieren und die beiden transponierten Matrizen dann linear kombinieren. Dann kommt klarerweise dasselbe raus. Okay? Gibt noch weitere. Mal nehmen wir wieder hier den Matrizenraum, den hier, und nehmen wir jetzt dann hier einen Vektor.
naja, oder ein Standardvektorraum, sagen wir k hoch n. Und wir nehmen h von v nach w, h von a, das definiert als erste Zeile, ne, erste Spalte von a. Also da wäre dann zum Beispiel h von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre also ein Element von V. Das wäre dann gleich 1, 4, 7 und ein Element von W. Das ist natürlich auch eine lineare Abbildung, denn wenn Sie die, ja, es ist immer wieder dasselbe. Wenn Sie zuerst linear kombinieren und dann das H anwenden, dann klingt es dasselbe, wie wenn Sie zuerst H anwenden und dann linear kombinieren. Also das ist linear. Was haben wir noch? Mit Determinante könnten wir auch mal was machen. Wir haben lange keine Determinante mehr. Nehmen wir V gleich KN Kreuz N, weil Determinanten gehen nur für quadratische Matrizen, und nehmen wir W. Nehmen wir W einfach K selbst, weil jeder Vektorraum ist ja auch ein Körper über sich selbst. Nein, jeder Körper ist ein Vektorraum über sich selbst. Und wir nehmen die Funktion H, die von V nach W geht und die jeder Matrix A zuordnet, ihre Determinante. Das kann man machen, aber Achtung, das ist keine lineare Abbildung. Das ist wieder ein Gegenbeispiel. Ist kein linearer, kein Homomorphismus. Warum nicht? Ja, da müssen wir jetzt irgendwie wieder schauen, was passiert denn? Also, zumindest wenn das n größer ist als 1. Also, falls n größer ist als 1, ansonsten passiert ja da überhaupt gar nichts. Ansonsten wäre es die identische Abbildung. Aber im Fall n größer gleich 1 habe ich ein Problem, denn die Determinante von Alpha mal A ist Alpha hoch n mal A. Also Achtung, das wird oft ge gerne vergessen, aber das ist ja klar. Wenn Sie hier Alpha A11, Alpha AN1, Alpha A11N, Alpha ANN haben, so, und davon dann die Determinante bilden, dann können Sie einen Faktor rausziehen aus einer Spalte, so zum Beispiel, dann kommt der nach da vorne, haben Sie det, und dann steht hier A11 bis AN1, und dann stehen aber die ganzen Alphas stehen immer noch drin, die anderen, dann haben wir hier Alpha A12, Alpha A1N. Und wenn Sie die alle rausziehen nacheinander, dann brauchen Sie halt mehrere Faktoren. So viele, wie das Alpha da drin steht. So viele, wie das Ding Spalten hat. N2 bis Alpha NN. Okay, und das ist dann gleich, wenn Sie es dann ausrechnen, zu Ende führen, ist es dann tatsächlich so, wie ich es da geschrieben habe, mit dem N da vorne. Und das ist natürlich nicht im Allgemeinen nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe im Allgemeinen. Also auch wenn das Alpha 1 ist oder so, aber normalerweise ist das nicht dasselbe wie Alpha mal A. Es müsste aber Alpha A mal A sein, wenn die Determinante linear wäre. Weil dann ist das eine Linearkombination, heißt auch Streckung muss ich rausziehen dürfen. Kann ich bei Determinante nicht. Vorsicht, aber ich kann Folgendes machen. Ich kann sagen, ich fixiere mal diesen Teil der Matrix und lass nur den ersten als Variable zu. Wenn man V2 bis Vn in K hoch n fixiert, dann ist die Abbildung H, die von jetzt von K hoch n nach K geht und definiert dadurch, dass ich Hx setze zur Determinante
von der Matrix, die in der ersten Spalte V hat und dann in den weiteren Spalten diese hier. Das ist eine lineare Abbildung. Und das bedeutet, ja, oder warum wissen wir das? Das ist eine von den Rechenregeln, die wir für Determinanten hatten. Ich kann aus der ersten Spalte kann ich einen Faktor rausziehen. Das ist das eine, was ich brauche. Und wir hatten dann einen anderen Satz im Zusammenhang mit der Laplace-Entwicklung, dass ich, wenn ich den Rest der Matrix in Ruhe lasse, dann kann ich hier auch zwei Vs zusammen addieren in der ersten Spalte. Gut, damit ist die Zeit vorbei für heute. Ich habe noch ganz viele andere lineare Abbildungen. Einige davon werde ich Ihnen das nächste Mal noch zeigen und dann versuchen wir die ein bisschen systematischer einzuordnen und zu gucken, was haben die gemeinsam, was unterscheidet die und was kann ich im Allgemeinen über lineare Abbildungen sonst noch aussagen. Okay, also für heute reicht's. Danke fürs Zuhören. Tschüss.